Er schickt mich ins Grenzland. Da gibt es einen Brief abzugeben. Da gibt es einen Brief abzugeben. Und da gibt es einen Brief abzugeben. Liegt jetzt aber alles gar nicht auf dem Weg, ne? Das ist eine Almanach-Seite, die liegt auf dem Weg. Das ist eine Befreiungsmission. Da auch. Befreiungsmissionsauftrag. Es ist jetzt irgendwie alles gerade nicht von Interesse, deswegen machen wir eine Schnellreise ins Grenzland. Dann ist das so. Ich will hier noch ein bisschen weiterkommen, bevor ich dann hier gleich... Ach ja. Natürlich. Ich muss jetzt auch erstmal ins Grenzland gehen, sonst passiert gar nichts. Ey, sonst passiert ja überhaupt nichts. Nichts da los, du. Oh, Connor, was hast du nur getan? Oh, Connor, ich glaube, dich treibt der Wahn. Charles Lee ist es, den du finden willst. Hallo, Pferd. Oh, nett, dass du da bist. Gibt es irgendetwas? Wo ist... Da ist die Mission, ab Boston. Da ist noch eine Kuriermission. Das ist auch irgendwie die letzte, die hier noch über ist. Und ein Hafenmeister ist hier. Ist das da? Ein befreites Fort. So. Auch wenn das jetzt gerade überhaupt nicht auf dem Weg liegt, aber so einen einzelnen Brief bringe ich jetzt doch nochmal weg. Wer weiß, wie lange ich den schon mit mir rumtrage. Ist dann auch doof. Kann man ja dann da mal loswerden. Hallo Freunde! Versucht's doch! Alter, hat er jetzt auf mein Pferd geschossen? Ein Scheiß hast du! Jetzt muss ich doch wieder gegen die kämpfen! Ja, schnell, ja, wenn ich's drauf. Ja, das ist halt alles ein bisschen chaotisch, ein bisschen hektisch. Ach, warum klappt das immer nicht mit dem... Ich hab doch einen hier parat gehabt. Aber wie viel sind denn das hier? Warum greift denn keiner an? Also, danke! Was ist denn für einer? Was war das schon wieder? Ach Gott! Bin ich! Ich sehe nichts von lauter Bäume! Ich hatte ihn klar vor dem Lauf! Ach so nicht! Ach Gott, geh weg jetzt! Mich in der Baum versteckt. So, dann ist hier mal Schluss. Alter, warum hat er mir das nicht angezeigt? Hab ich eigentlich... Nee, hab ich nicht. Warum zum Henker hat er das Ding schon wieder nicht ausgewählt? Ach, toll! Ach, Mann, warum nimmt er denn immer die Waffen aus meinem Dings raus? Ich hasse es, wenn er das tut. Ah, das macht's so anstrengend und
diese Verzögerungen sind auch so unnötig dann. Das ist immer so ärgerlich. Das stört immer so ein bisschen den eigenen Ehrgeiz. Weil man sich dann immer denkt, da komm, die kriegst du jetzt wohl locker weg. Mal davon abgesehen, dass ich ohnehin eigentlich keinen Bock hatte, mich zu kloppen mit denen. Ich will aber wieder einfach mein Pferd unter dem Arsch weggeschossen haben, die Pisser. Ich wollte doch dahinter. Das wäre alles auch immer wesentlich einfacher, wenn er nicht ständig, aus welchem Grund auch immer, mir das Zeug hier aus meiner Leiste verdrehen würde. So, können wir jetzt weiter reiten, ja? So, machen wir jetzt nicht, dieses Fort ist noch nicht befreit. Doch, ist es. Ah, Mann, oh. Hier hört die Straße auch einfach auf, das ist beruhigend. Ach komm, ernsthaft. Scheiße. Ist ja ganz doof jetzt gelaufen hier. Scheiße auf das Kaninchen. Ist mir jetzt egal. So, jetzt sind wir irgendwie außen rum. Hallo Tier. Tschüss Tier. Da ist eine Brücke. Die nehmen wir mit. Sehr gut. So, stellen wir auch gleich den anderen Knopf da. Gerade mal diesen Brief hier zu und dann sehen wir zu, wieder zu, dass wir zu der Mission kommen. Ich werde jetzt auch irgendwie langsam den Ehrgeiz, mich nicht mehr permanent mit irgendwelchen Sachen aufzuhalten und ständig da irgendwie sonst was zu machen, um dann endlich Charles Lee zu erwischen, diesen blöden Drecksack, dieses... Das finde ich immer so das Schöne bei Filmen und auch sicherlich bei Spielen. Du willst mir jetzt erzählen, du kommst über dieses Ästchen nicht drüber. Was bist du für ein inkompetentes Tier? Unglaublich. Dass diese... Ja... Drück's mal so aus, wie es ist, diese arroganten Arschlöcher. Auch immer ihre gerechte Strafe bekommen. Was ja in der Wirklichkeit leider viel zu selten der Fall ist. Ich werde das sehen. Schieß mir jetzt nicht wieder auf mein Pferd. Ich will nur dem armen Kerl hier. Hallo? Ich hab euch geholfen, ihr blöden Pisser. Was ist denn los mit euch? Na. Ja, ich drück doch. So. Danke. Und jetzt haut er ab, oder was? An dem habe ich jetzt aus Versehen vor lauter jetzt auch den Brief in die Hand gedrückt. Brief im Grenzland, alle erledigt. Ja, gut. Dann reiten wir jetzt wieder zurück. Weiß nicht, warum dieser blöde Pisser uns jetzt wieder hier dumm anmachen musste, nur weil ich mal bei ihm durch die Scheune gelaufen bin. Dein Ernst. So, einfach nur aus Prinzip. Weil ich glaube, wenn ich von oben komme, tut es ihm mehr weh. Der Köter. Als hier so eine Zucht zu machen.
Ich finde, aggressive Tiere sollte man durchaus auch ihre gerechte Strafe zufügen. Auch wenn die Herrchen dann heulen. Wenn er nicht brav ist, kriegt er Klatsche. So, da habe ich es euch gegeben. Nein, nein, die machen doch gar nichts. Hallo Mond. Das ist für eine komische Gegend hier. Und ist die Mühle oder so, ne? Ja. Und das ist immer geil, wenn Mühlen auf so komischen Gestellen stehen, weil ich mir dann immer denke, Alter, wie hält das? Ich frage mich gerade einfach mal so, ich kann mich da dranhängen, tatsächlich. Das ist ja witzig. Weiß nicht, für was das gut sein soll. Jetzt weiß ich's. Um runterzufallen. Sag mal, kann man Kühe schlachten? Nein. Aber man kann mit ihnen wahrscheinlich interagieren. Auch nicht. Na gut. Und warte. Jetzt doch noch mal. Ja, da hat's eine Feder. Oben. Ja. Nein! Glück gehabt, dass da so eine lustige Kante war, an der er festbackte und dann nicht richtig runterfiel. Blöder Quatsch, blöder. So, ach, da vorne ist jetzt, da müssen wir jetzt erstmal wieder hier die Brücke finden. Da, hier, zack, das hätte ich tun sollen, als mich die blöden Soldaten verfolgten, hätten sie mich auch nicht gekriegt. Beim nächsten Mal. Jetzt zum Beispiel. Ein bisschen zickzack laufen, dass sie mich nicht treffen können. So. Dann passiert hier auch nichts. So, da sind schon die nächsten. Okay, langsam machen. Und jetzt das. Erzähl mir jetzt nicht, du kannst jetzt nicht mal Gas geben. So, Haken schlagen. So, jetzt können die mich nicht mehr erreichen. So. Machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen langsam, dass sich das Pferdchen ausruhen kann. Da ist ein Heuwagen. Den lassen wir mal passieren. Passiert. So, und wir nähern uns der Mission und die hauen wir jetzt auch noch hinten drauf. So sieht das aus. Wenn man uns denn lässt. Sag mal. Ich muss ja sowieso nach Boston. Ich reite jetzt hier die ganze Strecke, dabei hätte ich jetzt für Schnellreise, glaube ich, machen können, oder? Es begann in Boston, vielleicht endet es ja in Boston. Nach Boston. Dort im Osten, da liegt Boston. Was wird es kosten? Ich fange an zu rosten. Hallo. Ich reite einfach straight auf mein Ziel zu. Ach, ich erinnere mich gerade zurück an die Mission, wo wir, das war noch mit Hafem zusammen, frisch in Boston angekommen waren und hatten dieses eine Fort überfallen.
zusammen mit Charles Lee, den wir immer so neckig General Lee nannten, nicht General Niederlande. General Niederlande. Langsam. Aber dann trafen wir Benjamin Franklin, die sagten ihm ein freundliches Hallo, Achtung, ich muss hier durch. Das waren noch Zeiten. Ja. Lange, lange her. Jetzt husen wir hier wieder durch Boston. Ja, du darfst mir halt auch nicht im Weg rumstehen. Dass sie immer einem genau vors Pferd rennen. Ja, wieder. Die sehen mich kommen und rennen genau davor. Die sind so dumm. Auch wieder. Würden wir mal hier. Sind so blöd. Vielleicht sollte ich auch nicht mittig auf der Straße rennen, sondern mich mal ein bisschen hier an die Verkehrsregeln halten, ein bisschen rechts laufen. Hast du zu viel getrunken? Nein, ich hab's einfach nur eilig. So, dann gehen wir hier mal quer durch. Durch die Hinterhöfe. Da wäre irgendwie doch mehr so. Hör auf, an den Baum zu knabbern. Wie unnütz das ist. Ich hab hier Probleme. Hast du nicht. So, sag mal, was ist das denn? So groß ist Boston noch gar nicht. Ja doch. War früher schon so ein bisschen so das Zentrum der neuen Welt. Dementsprechend, das ist ja hier auch alles schon wesentlich besser bebaut als New York. New York ist zwar jetzt definitiv die größere Stadt, aber. Das hat ja erst spät angefangen. Anfänglich war. Upsa, nicht ins Heu fallen. So. Entschuldigung, ich muss hier mal parken. Gehen Sie mal weg von meinem Parkplatz. Open that door. Ja, sind wir wieder in einem gemütlichen Lokal. Einst Haytham mit seinen Kollegen traf. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Hallo. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hör auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Lompier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Aber nicht. Vielen Dank. War doch einfach, junger Mann.